Am Fronleichnamstag fand in Deutschkreuz für rund 1000 begeisterten Zuschauern das spannende Fußballspiel zwischen dem Team Copper Pelé und den FC Deutschkreuz Legenden statt. Das Team Copper Pelé dominierte das Spiel von Anfang an und konnte einen beeindruckenden 10:2-Sieg verbuchen. Bereits zur Halbzeit führte Copper Pelé mit 4:1, dank präziser Pässe und herausragender Taktik. In der zweiten Halbzeit setzte das Team seine Dominanz fort und erzielte weitere 6 Tore, während die FC Deutschkreuz-Legenden lediglich ein weiteres Tor erzielen konnten. Die Zuschauer erlebten ein mitreißendes Spiel mit vielen Gusto-Stückern. Nach dem Match standen die Spieler für Selfies und Autogramme zur Verfügung. Herzliche Gratulation an die Funktionäre des FC Deutschkreuz für die perfekte Organisation. Wir kommen gerne wieder. Wir treffen uns immer wieder im Burgenland, Copper Pelé, Südburgenland, Mittburger. Jetzt sind wir in Deutschkreuz, wunderschöne Blaufränkischland. Sie haben schon gespielt. Wie ist es im Burgenland wieder? Was sagen Sie dazu? Ja, immer wieder schön im Burgenland. Wir haben jedes Jahr so 1 bis 2 Partien mit der Copper Pelé und es ist immer aufs Neue einfach herrlich. Viele enthusiastische Zuschauer, die wirklich auch ihre Mannschaft anfeuern, aber auch sehr gerne auch unsere Tore dann bejubeln. Es ist eine lässige Gegend da, es gibt einen hervorragenden Wein und wir sind sehr, sehr gerne da. Deutsch gesagt, was will man mehr? So schaut's aus. Trotzdem für unsere Zuschauer, wo können wir euch nächstes Mal sehen? Nächstes Mal sind wir gar nicht so weit von da, in Katzelsdorf, das ist bei Wiener Neustadt. Also wer möchte nach Niederösterreich anreisen, sehr gerne, aber schon am Samstag. Also das heißt, morgen ist noch ein Tag Pause, da haben wir uns dann alle ins Wasserbett. Und am Samstag gibt es dann eine neue Partie. Dann kann ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und es gibt darüber hinaus. Hauptmann, wir haben schon öfter Copper Pelé gesehen, aber heute ist bei euch in Deutschkreuz. Wie war das, sie hinzukriegen, dass die dort spielen und wie die ganze Organisation hat verlaufen? Die Organisation ist natürlich nicht einfach, das zieht sich über 6 Monate, hat begonnen im Dezember letzten Jahres. Letztendlich ist es uns gelungen, anlässlich der 100-Jahr-Jubiläumsfeier des FC Deutschkreuz die Copper Pelé hierher zu bekommen. Und wie man sieht, ich schätze mal knapp 800 Zuschauer haben das Spiel verfolgt, ist das sehr gut angenommen worden. Gerüchteweise, so hört man, hat sich auch der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, der Herr Ralf Rangnick, auf der Tribüne versteckt, als Popcorn-Verkäufer verkleidet. Der nutzt jetzt natürlich auch jede Gelegenheit, um die Ausfälle David Alaba und Xaver Schlager zu ersetzen. Und wie man hier gesehen hat, sind da ein paar Allstars noch dabei, das zeigt, hätten wir nächsten Monat in Berlin für Österreich die Fahnen hochzuhalten. Also möglicherweise wird er da den einen oder anderen nachnominieren statt den Alaba. Auf jeden Fall, 2 Tore schon zu schießen, ist schon was. Unglaublich, wenn man vergleicht die Ergebnisse der letzten Spiele, wo eigentlich die gastgebenden Mannschaften gar keins oder nur ein Tor geschossen haben, sind wir mit 2 100% mehr, also was will man mehr. Und Jenny noch dazu. Und dann kann man nur gratulieren zu erfolgreichen Veranstaltungen. Vielen herzlichen Dank für das Lob. Ich glaube, wir werden heute noch lange am Spurplatz sein und das Fest gebührend feiern. Noch einmal 40 Jahre FC Deutschkreuz und 100 Jahre Fußball in Deutschkreuz. Vielen Dank.